Herzlich willkommen zu den Digicomp Tipps und Tricks, wo ich heute mit Ihnen möchte anschauen, wie dass wir mit dem Visual Studio Team Service Verbindung machen zu unserem Visual Studio, so dass wir innerhalb von 3, 4, 5 Minuten direkt die Möglichkeit haben, Versionskontrolle anzuwenden in unseren Projekten. Zuerst einmal der Zugang. Grundsätzlich am besten direkt auf die Homepage gehen, Visual Studio Team Service, wo hier alle nötigen Informationen zur Verfügung stehen. Unter anderem Pricing, dann vor allem Get Started for Free. Das ist noch interessant. Also es gibt ein Gratis-Angebot, wo Sie bis zu 5 Teilnehmer gratis können die Versionsverwaltung von Ihren Projekten entsprechend durchführen. Man meldet sich hier an mit der ganz normalen Microsoft-ID. Wenn Sie noch keine haben, müssen Sie so eine erstellen. Wir sind hier direkt natürlich in der Cloud drin. Und in der Cloud drin ist nichts anonym. Das heisst, man muss sich überall anmelden, muss überall entsprechend mit seiner ID darauf zugreifen. Wenn das mal so weit erledigt ist, das ist ein normaler Vorgang, wie man ihn kennt, von Microsoft oder Microsoft Services ganz allgemein, dann kommen wir direkt in Visual Studio auf Team Explorer gehen und die Verbindung erstellen zu unserer neuen Umgebung, die wir hier haben, zu unserer VSTS-Umgebung, indem wir hier Connect to Team Project ausführen. Dann hier den Server auswählen. Man sieht jetzt auch hier, durch das, dass ich mich hier schon mal angemeldet habe, sehe ich hier direkt meinen persönlichen Zugang. Das ist ability.visualstudio.com, wo ich hier entsprechend im VSTS hin. So. Ich kann jetzt den Server auswählen, wenn ich das so mache. Dann lädt er mir hier die nötigen Team Project Collection Informationen und fragt auch noch, ob ich auch wirklich DB für den, den ich mir ausgebe. Nämlich hier rüegi@abilitysolutions.ch. Kann ich das hier entsprechend mein Passwort eingeben. So. Sagen, man soll sich das merken. Das ist in der Praxis dann noch recht interessant, wenn ich es dann richtig eingegeben habe. So. Aha. Ja, anderen Account. Jetzt ist es gegangen. So. Jetzt holt er mir hier die Team Project Collection ab. Das heisst, alles, was ich hier unter dem Account entsprechend aufbereitet habe oder hier versionsverwaltet habe, wird ja schlussendlich in einer SQL-Server-Datenbank abgelegt. Und das wird hier gesammelt in diesen Team Project Collections. Also ich habe hier jetzt eine Datenbank drauf, Ability, und hier die verschiedenen Projekte, die ich gerne möchte drauf arbeiten. Und ich gehe jetzt hierher und sage, ich soll mal eine Verbindung machen zu meinem Data Browser hier drin. So. Und dann sehen wir hier, hat er mir die Verbindung gemacht zu diesem Data Browser. Wenn man das erst mal aufruft, dann, das ist noch wichtig, wird man auch entsprechend aufgefordert, dass man hier einen Workspace einrichten soll. Der Workspace ist nichts anderes als das Mapping vom VSTS zum lokalen System, das heisst zu meinem lokalen Notebook jetzt in diesem Fall. Und ich sage hier, wo die Ressourcen lokal bei mir sollen abgelegt werden. So. Das ist schon alles. Mit dem habe ich dann entsprechend auch die Möglichkeiten, auf meine Projekte hier zuzugreifen. Ich möchte es hier vielleicht noch zeigen, gerade schnell, wie dass man mit dem bestehenden Visual Studio Projekt umgehen kann. Ich habe hier ein kleines Visual Studio Projekt, das ist ein WPF-Projekt, das ich hier erstellt habe, wo noch nichts verwaltet ist in meiner Source-Code-Kontrolle. Und ich möchte das jetzt übernehmen in mein VSTS, in meine VSTS-Umgebung. So. Ich mache das folgendermaßen, indem ich hier hergegangen und auf dem Projekt hier entsprechend das ausführen. Ich sage Source Control und Add to Solution to Source Control. Das heisst, die ganze Solution und alles, was dazugehört, wird direkt in meine Source Control mit eingefügt. So. Wenn ich das so ausführe, dann geht das ein Moment. So. Fragt mich jetzt zuerst noch ab, unter welchem Team Project, dass ich das Ganze möchte anlegen. Ich mache das hier unter dem Trials. So. Dadurch, dass wir da natürlich online sind, dann merkt man auch, geht das ein kleines Moment. Und ich führe jetzt das so aus, sage dann vielleicht VSTS Demo hier in meinem Projekt drin und starte das.
Was er jetzt im Hintergrund macht, ist, dass er die Source, die ich hier in meinem Projekt habe, einfügt in meine Visual Studio Team System Umgebung, wo mir nachher ermöglicht, die ganze Versionsverwaltung darüber zu machen. Das Ganze wird in einer Datenbank, wie gesagt, in einer Ability-Datenbank jetzt in diesem Beispiel abgelegt und natürlich auch über Datenbank-Backups dann entsprechend gesichert. Wir sehen jetzt, das Ganze war erfolgreich gewesen. Leider wird da nicht sehr viel kommuniziert vom Visual Studio, aber wir sehen so ganz kleine zusätzliche Bildchen, die hier erscheinen, nämlich wir sehen hier die Pluszeichen vor diesen Files, die hier erscheinen. Das sind kleine grüne Pluszeichen, bedeutet nichts anderes als, dass man neue Files aufgenommen hat ins VSTSI, die im Moment aber noch ausgecheckt sind. So. Das heisst, wenn ich das Ganze jetzt möchte ablecken in meiner Visual Studio Umgebung, in meinem VSTS Sinne, dann kann ich das über Check-in machen. Und da sehen Sie, ich kann da gehen über Pending Changes. Dann tut man alle Änderungen, die er bemerkt hat, also die ich gemacht habe in der Zwischenzeit, tut er da entsprechend berücksichtigen. Und ich habe die Möglichkeit, hier noch einen Kommentar zuzufügen. So. Wenn ich das so gemacht habe, sehen Sie jetzt Change Set 27, successfully checked in. Das heisst, alle meine Sources sind jetzt hier frisch eingecheckt. Und man sieht, dass hier in meinem Solution Explorer direkt hier bei diesen Schlüsseln, respektive bei diesen Schlüsseln, hinter den einzelnen Files, das sind die blauen Schlüsseln, die nichts anderes bedeuten, als die Sources sind jetzt eingecheckt. So, wenn ich dann mein Projekt innen arbeite, ich mache das zum Beispiel mal hier in meinem XAML.cs-File rein. Tue hier vielleicht einfach mal noch einen Kommentar dazu. Jetzt achten Sie auf die rechte Seite im Solution Explorer. Sobald ich hier etwas eingebe, ändert das Zeichen wieder auf das rote Häkchen hier hinten dran. Bedeutet, das File ist ausgecheckt. Ich kann das jetzt bearbeiten. Das ist so ein Automatismus, der hier automatisch für uns erstellt wird zwischen Visual Studio und dem VSTS. So, dass wir angenehm arbeiten können mit einer Versionskontrolle. Ich habe jetzt hier einen Kommentar eingegeben, zum Beispiel. Neuer Kommentar. So, das Ganze hier abspeichern und wieder hergehen. Check-in auf dem ganzen Projekt machen oder ein Check-in auf einem einzelnen File machen. Auch das geht. So, da Kommentar dazu. Kommentar zugefügt. So, eingeben, Check-in auswählen. So, und das entsprechend ausführen. So. Sehen wir auch, Check-in war erfolgreich gewesen, und ich kann jetzt hier wieder hergehen und ich sehe hier wieder mein Schlösschen hinter dem mainwindow.xaml.cs-File. Bedeutet, da hat wieder ein Check-in stattgefunden. Und zu diesem Zeitpunkt könnten die anderen vier und auch in meiner Gratis-Umgebung die Möglichkeit haben, auf der gleichen Ressource zu arbeiten, hier auschecken und an diesem Fall weiterarbeiten. Wir sehen also, es ist ganz einfach, VSTS entsprechend aufzusetzen, so dass man hier innerhalb von ein paar wenigen Minuten eine Source-Code-Verwaltung parat hat und damit kann arbeiten kann. Selbstverständlich gibt es einen Haufen Auswertungen, einen Haufen zusätzliche Möglichkeiten, die man da anschauen kann. Aber das reicht mal fürs Grundsätzliche, damit man mit seinem Projekt hier in die Cloud raus kann. Vielen Dank fürs Zuhören und mein Name ist Dieter Rütsch und ich freue mich schon aufs nächste Mal.